Ja, ich komme jetzt zu Oberflächen von realen Flüssigkeiten, die eine Oberflächenspannung besitzen. Und man spricht auch von Oberflächenenergie. Und wir können uns das aus dieser Energiebetrachtung als erstes vielleicht am leichtesten klar machen. Beim Kondensieren einer Flüssigkeit wird ja Energie freigesetzt. Das heißt, wenn die Gasatome, die anfänglich weit voneinander entfernt sind in einem Gas, dichter zusammenkommen und diese Flüssigkeit bilden, wo sie dann zwar gegeneinander verschiebbar, aber doch in geringem Abstand zueinander Bindungen untereinander ausbilden, dann entsteht sogenannte Kondensationswärme. Das heißt, jedes Atom, was in diesen Verbund der anderen Atome in einer Flüssigkeit eingebunden ist, hat Energie abgegeben in Form dieser Kondensationswärme. Atome oder Moleküle, die sich jetzt an der Oberfläche befinden, die haben weniger Nachbaratome. Ich habe das hier unten mal dargestellt. Innerhalb der Flüssigkeit hat so ein Atom oder Molekül dann Bindungen hier zu benachbarten, zu vielen benachbarten Atomen oder Molekülen ausgebildet, die ich hier durch diese Doppelpfeile markiert habe. Und an der Oberfläche fehlen aber hier die oberen Atome und es kann nur weniger Bindungen zu unteren Atomen ausbilden. Das heißt, die Energie, die solch ein Atom hier abgegeben hat, was an der Oberfläche sitzt, ist kleiner als die Energie eines Atoms hier im Innern der Flüssigkeit. Das heißt, wenn ich die Energie dieses Atoms mit derjenigen vergleiche, dann hat dieses Atom eine höhere Energie und daraus entsteht eine sogenannte Oberflächenenergie, die Summe aller dieser Energiedifferenzen der Atome, die sich an der Oberfläche befinden. Wenn ich die Oberfläche einer Flüssigkeit vergrößere, dann muss ich Arbeit verrichten, weil ich Atome an die Oberfläche bringe und entsprechend diese Bindungen aufbrechen muss und zum Schluss weniger Bindungen habe. Das heißt, ein kugelförmiger Flüssigkeitstropfen, der hat eine kleinere Oberfläche und wenn ich den verforme, zum Beispiel zu einem Film, dann habe ich eine größere Oberfläche und ich habe viel weniger Atome, die sich in diesem inneren Verband befinden und dafür mehr, die sich an der Oberfläche befinden, wo die Bindungsenergie geringer ist. In vielen Büchern sind hier keine Bindungsenergien eingezeichnet, die ich hier versucht habe mit diesen Doppelpfeilen, also sprich einer Wechselwirkung zwischen diesen beiden Körpern zu symbolisieren, sondern es werden Kräfte eingezeichnet. Dann hat man hier einfach Pfeile in den Darstellungen und es ist so dargestellt, dass hier Kräfte auf die anderen Körper wirken und damit dieses Atom oder dieses Molekül hier nach unten gezogen wird, in den Körper reingezogen wird und das letztlich diese Oberflächenspannung erzeugt. Nun ist es aber so, dass Körper, auf die eine Kraft wirkt, ja beschleunigt werden. Das heißt, in einer ruhenden Flüssigkeit mit Oberflächenspannung kann keine Kraft auf irgendeinen Körper wirken, weil sonst wäre es keine ruhende Flüssigkeit. Dann würde dieser Körper so lange ins Innere rein beschleunigt, bis diese Kraft null wird. Das heißt, wir haben im Gleichgewicht keine Kräfte, wir haben nur diese Bindungsenergien in einer Situation, wo hier ein Kräftegleichgewicht herrscht. Das heißt, wenn wir gleiche Abstände hätten wie hier in der Flüssigkeit, dann gäbe es vielleicht noch diese Kräfte, aber diese Bindungslängen in der Oberfläche, die werden sich dann vielleicht geringfügig verändern, bis eben diese Kraft gleich null wird. Insofern macht es eigentlich keinen Sinn, hier über diese Kräfte zu argumentieren und deshalb haben wir den Weg gewählt, dies mit einer Argumentation über die fehlenden Bindungen und damit die fehlenden Bindungsenergien für die Oberflächen, Atome und Moleküle hier zu argumentieren. Ja, wir führen ein die Energie pro Fläche und das nennen wir dann eine spezifische Oberflächenenergie, hier mit einem kleinen Epsilon bezeichnet. Das ist also Delta W durch Delta A. Zum Beispiel hier in diesem Beispiel, wenn wir eine Flächenvergrößerung machen, indem wir so einen Metallbügel hier aus einer Flüssigkeitsoberfläche herausziehen, zum Beispiel mit so einer Seifenlösung, dann kann man hier so eine Seifenblasenhaut erzeugen, die dann sogar zwei Oberflächen auf der Vorder- und auf der Rückseite besitzt. Und wenn ich diesen Bügel nach oben ziehe,
dann muss ich Arbeit verrichten, um diese zusätzliche Fläche hier, dieses zusätzliche Delta A zu erzeugen, muss ich die Arbeit Delta W verrichten. Und wir können das hier mal ausrechnen für dieses Beispiel. Ich hatte schon gesagt, der Film hat zwei Oberflächen. Die Arbeit ist immer Kraft mal Wegstrecke. Wir betrachten hier die Wegstrecke Delta S. Wir haben die Oberflächenenergie, die 2 wegen der 2 Oberflächen. Wir haben hier die Breite, die ich L genannt hatte, und die Strecke Delta S. L mal Delta S wäre gerade diese Fläche. Da wir aber 2 Oberflächen erzeugen, hier ist unser Delta A gerade 2L mal Delta S. Und das multipliziert mit dieser spezifischen Oberflächenenergie, gibt dann die gesamte Arbeit W. Und in diesem Ausdruck finden wir jetzt die Kraft F, die für diese Arbeit verantwortlich ist. Wieder, das ist also Epsilon mal 2L. Und wir definieren jetzt eine Spannung, eine sogenannte Oberflächenspannung. Das ist eine Kraft pro Länge. Wir haben hier eine Länge und normalerweise ist eine Spannung ja eine Kraft pro Fläche. Aber hier in diesem Fall verteilt sich diese Kraft eben nur auf diese Länge, also nur auf eine eindimensionale Größe. Und wir definieren deshalb hier in diesem Fall der Oberflächenspannung eine Kraft pro Länge. Also F durch 2L in diesem Fall ist gleich Epsilon. Daran sehen wir, dass die Oberflächenspannung gerade gleich der Oberflächenenergie ist. Das ist erstmal verblüffend. In dem einen Fall haben wir Energie pro Fläche, in dem Fall haben wir Kraft pro Länge. Denkt zuerst gar nicht, dass diese beiden Einheiten gleich sein könnten, aber aufgrund der Tatsache, dass die Arbeit immer gerade Kraft mal Weg ist, passt das auch gerade von der Einheit zusammen. Wir können uns das ja hier anschauen. Kraft, die Einheit wäre Newton pro Meter. Und hier haben wir die Einheit Joule pro Quadratmeter. Und das können wir aber auch als Newtonmeter pro Quadratmeter schreiben. Und wenn wir jetzt hier einen Meter herauskürzen, ist das auch gerade gleich Newton pro Meter. Das wollen wir uns jetzt hier im Experiment anschauen. Ja, ich habe hier dieses Experiment aufgebaut mit diesem Bügel und wir verwenden hier ein Kraftmesser, um die Kraft zu messen, die hier von der Oberflächenspannung erzeugt wird. Wir haben jetzt eine Anzeige, ich hoffe, Sie können es ablesen, von etwas über 4. Das sind 4 Pond bei unserem alten Messer hier und wir können das hier eintauchen. Könnte es jetzt hier noch einen kleinen Auftrieb geben in der Flüssigkeit. Sie sehen, Gewichtskraft hat jetzt etwas abgenommen. Wir haben etwas weniger als 0,4 Newton. Und jetzt ziehe ich hoch und wir haben jetzt wieder mehr als 4 Newton. Man sieht deutlich so einen weißen Streifen rausschauen. Und ich lasse jetzt mal hier diese Seifenblase platzen. Und dann sehen Sie, dass das hochspringt. Und wir wieder nur ungefähr diese 0,4 Newton haben. Sie sehen auch, die Kraft hängt hier nicht von der Höhe ab. Es ist ja nur eine Kraft mal Länge. Sie hängt nicht von der Fläche dieser Seifenblase ab. Es hängt auch nicht mit dem Gewicht dieser Seifenblase zusammen. Ich glaube, man kann es deutlich sehen, wenn man es mehrmals macht, es hängt nicht wesentlich von der Höhe ab, die ich hier rausgezogen habe, sondern nur von der Breite dieser Seifenblasenhaut. Und beim Zerstören der Seifenblase
springt der Wert deutlich sichtbar auf diesem Kraftmesser. Gut.